Dann schauen wir mal, ob ich es schaffe, euch alle vier umzuhauen. Kaelan, Akasha, Saibo und Cheese. Dann bin ich mal gespannt. Cheese schaffst du nicht. Cheese schafft keiner. Oder wenige. Temper. Also kein Camping, ne? Ich hab mich noch ausgerüstet. Du bist der Einzige, der noch du denn mit einer Karte? Ready hat. Wir warten nur auf den Killer. Ja, der durfte nicht mehr ready machen. Ach, ihr habt Cracker, zwei Karten und zwei Cracker dabei. Heieiei. Ja, Karten. Cracker wollte ich nur loswerden, weil der nichts kaputt Sumpf geht. Ich hab das Kochbuch geworfen. Echt jetzt? Ja, Mann. Aber Fisto spielt doch gar keinen Geist. Ein Bett im Kornfeld. Immer bin frei. Immer frei. Ja, meine Map. Ja, dann. Ich mag sie nicht so. Also, es ist viel zu neblig und ich darf mal wieder meine Kamera nicht drehen. Scheiß Ding, ey. Linke Maustaste. Ja, ja, klar. Wenn ich gehauen hab, geht's, aber vorher halt nicht. Warum rennt ihr denn ich fast weiß alle weg? Nur einer hilft mir hier. Wieso habe ich das Gefühl, ich renne so schnell? Wie läuft das gerade mega flüssig? Ich sage ja, ich habe das Gefühl, es geht so wunderbar schnell. Oh, warum machst du das? Oh, da kommt ein Trapper. Ja, ja. Los, geht's los. Der hat dich zum Schlagen gerne. Hallo, schon erwischt. Wieso bin ich fies? Nein, Schieße, der hat mich kurz geblockt da vorne, als ich da rumlaufen wollte und dann kamst du da nämlich schon raus. Puff, 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 ich hab's gehört. Ja, ich hab's leider falsch. Immer noch ein paar Meter. Warte. Als ob ich ihn nicht gesehen hätte. Wie hast du mich gesehen? Darum geht's hier. Aber dich sehen auch alle, wie du hier campst. Oh, und? Einfach dreist weiterschrauben. Ihr habt die noch nicht vom Haken geholt, dann ist jetzt zu spät. Hä? Ich bin gar nicht in dem Ding gewesen, als du mich auf die Glocke gehauen hast. Ich weiß. Ja, ich kenne das Fehler an der Ecke, wenn man an der Ecke steht. Du kannst 2 Meter von der Palette wegstehen und kriegst trotzdem die Palette ab. Aber jetzt ist die Palette jetzt auch weg. Ich sehe euch nicht. Hast du einen Nurse Call oder was? Gott sei Dank, er hat nichts gesehen. Ich sagte doch, ich sehe euch. Ich würde den Hilby nicht gerne machen, wenn, dass sie die Kettensäge anschmeißen, damit Leute losrennen. Oder der Race, dass der sich enttarnt, obwohl er gar nicht gesehen hat. WW, Madi. Jetzt sehe ich dich aber. Du hast mich verloren, kann das sein? So ein bisschen. Unfassbar, wie dreist. Was denn? Hä? Ich hab dich eigentlich schon geschlagen gehabt. Wow. Oh, ich hab dich eigentlich getroffen gehabt. Was ein Sprintboost. Warum fokust der mich eigentlich so? Der fokust dich nicht, der fokust mich jetzt. Ach komm schon. Das sind ja nur graue Scheiße. Daneben. Du wackelst ja auch hin und her wie sonst was. Soll ich stillstehen bleiben, damit du mich schlagen kannst? Ja bitte. Ich bitte darum. So, ich häng zum ersten Mal ein. Auf, wo ich die blöde Falle dabei hab.
Falle unter mir. Und jetzt macht er meinen Generator wieder kaputt. Ja, natürlich. Put, wo seid ihr? Ganz gern mehr als einen halben Meter Abstand zu nehmen. Immer Camper. Du Camper! Wieso Camper? Ich bin gerade dabei, den Generator kaputt zu machen und zu gucken, wer in der Nähe steht. Ne, du hast einen Generator kaputt gemacht und danach machst du einen halben Meter Umkreis. Oh, really? Und dann laufst du rum. Ja, ihr könnt Palen holen. Was sagst du so easy? Müsst ihr erstmal herkommen hier. Der kommt, lauf weg! Was meinst du, warum ich da hinkomme? Weil der Haken gerade frei geworden ist. Das war so ganz knapp vor Phase 2, ey. Karte stehen bleiben. Er hat eine Falle unter mir und er campt mich. War übrigens höchst irritierend, weil beide verwundeten Kartenträger waren. Mein Fehler. Er läuft hier Patrouille um mich rum. Bleib mal da stehen kurz, halt mich mal nur mit dem. Ja, puh. Ja, er läuft eine Patrouille um mich. Ja, das. Das steht genau hinter mir. Muss nicht campen. Jetzt macht er absichtlich den Gen kaputt. Ja, natürlich, das gehört ja dazu. Jetzt kommt er wieder zu mir zurück. Irgendwo ist einer, ich finde ihn nicht. So wie wir das immer machen. Ja, komm, geh weg. Ich hab dich gesehen, deswegen. Nein, du bist hier die ganze Zeit im Kreis. Scheiße, hast du gesehen, du hast meine Laufspuren die ganze Zeit gesehen. So, jetzt könnt ihr so holen, aber ich fokus dann doch lieber den neuen statt den alten. Der alte stirbt sonst noch. Aber ich bin beim nächsten Mal schon tot. Hey, du bist ja der alte. Deswegen hole ich mir lieber die Mac mit Karte. Ja, die ist aber jetzt tot. Da kann ich nichts für. Nee, stimmt, du bist ja ganz unbeteiligt. Ja, die ist irgendwie von ganz alleine auf die Idee gekommen zu sterben. Von wegen, sie ist tot. Oh, wie schnell kann man denn aus der Falle kommen? Ja. Ich kann das. Beim ersten Versuch. Boah, ich packe voll fest. Holt ihn! Wen? Saibon. Ja, ich hab Saibon in Ruhe gelassen. Ich lauf lieber hinter den, der in die Falle getreten ist her. Bitte. Oder so. Ah! Ich hasse diese Fenster. Ich bin aber jetzt eh tot, also macht einfach weiter. Weil ich war schon in Phase 2. Weil er mich gekämpft hat. Ich bin tot. Macht einfach weiter. Diese neuen Generator-Sounds sind einfach grauenhaft. Tücker. Sind das echt neue Sounds? Die sind echt schlimm. Seit heute. Ich bin echt scheiße, ey. Scheiß Camper, ey. Oh ja, Camper. Ich bin um die Gegend. Also ich habe genug Möglichkeiten gegeben, dich zu holen. Also für den Trapper ist das absolut Campen, was du gemacht hast. Sorry, bist du. Ist so. Für den Hillbilly würde ich ja vielleicht noch zusagen, dass man da was machen kann, aber beim Trapper kannst du da überhaupt nichts machen mit so einem Effekt. Du brauchst ja ewig, um die Falle zu entschärfen. Ah, ich hab dich gesehen und dann hast du dich doch verkrümmelt. Und nix, herzlich willkommen auf dem Stream und vielen, vielen Dank für dein Follow. Ihr tut nichts. Also kein Dankeschön. Er tut nix. Ja, der heißt doch so. Hä? Kunix? Nee, Kunix. Ach, Kunix. Ich hab Tunix verstanden. Nein. Voll der Asterix-Name, der Tunix. Er heißt aber Kunix. Quasi. Du bist Camperix. Ja, genau. Wiki! Bist du. Du bist Camperix. Ja, von mir aus.
Ich bin so mad auf dich, ich kann mich gar nicht mehr auf die Gens konzentrieren. Schade! Oh! Hat der einen Lack! Bring ihn zum Weinen! Ich bring erstmal Cheese zum Weinen. Leider den falschen Koffer dafür. Würde ich mich jetzt dazwischen noch heilen? Nein! Entschuldigung, haben Sie noch wie war das? Wie war deine Aussage? Du hast nichts dagegen, wenn ich dich facecampe? Das machen wir doch gerne. Wenn ich nicht am Ende, am Ausgang bin, wenn ich am Ausgang bin, habe ich gesagt. Aber jetzt rechts von mir im Gras, vorsichtig. Na, oh, da ist nichts. Hm? Wieso hat er sich beim Falleheben umgedreht? Zwei Fallen unter Cheese. Juckel. Ach scheiße, ich glaube Cheese hatte Adrenalin. So ein bisschen, ja. Nicht schlimm. Brauch er eh nicht, guck mal, hallo. Hallo Rettungskommando. Ach, geh doch einfach sterben. Was nöt, ey. Hab ich das nicht erwähnt? Ich weiß nicht, meine Frau sagt immer allen, dass sie nöt hat. Diese, oh, die wäre echt nicht zu sehen. Was? So, das war's. Ich lasse euch einfach liegen, bis ihr tot seid. Ich hab doch gesehen, dass der nächste auch kam. Die hat er echt gut gelegt, die war nicht zu sehen. Aber ich hab's euch gesagt. Ich werde es nicht zu dem Haken schaffen, der ist zu weit weg. Guck mal, hier ist die Luke. Ganz knapp, oder? Ja, überhaupt nicht knapp. Nein? So, wo habe ich jetzt den anderen niedergeschlagen? Ist da hinten ganz in der Mauer. Der ist ewig schon ewig weit weggekrochen. Das kann nicht sein. Salvo, dreh dich mal nach links. 90 Grad, jetzt geradeaus. Warte mal. Und jetzt rechts? Hier läuft nichts mehr. Ah, da ist er, ja. Guck mal, hier ist die Luke. Soll ich dich entkommen lassen? Schaffst du eh. Naja, wenigstens wird er dich nicht campen müssen, ne? Weil... Komm! Oh, ganz knapp. Ich habe keine Chance hinterherzukommen. So eine Kacke. Dämlicher Spritboost. Ah, gerade nicht geschafft. Der Sprintboost hat dir den Arsch gerettet und den hätte ich nicht gekriegt. Also hochgerechnet, ne? Du musst alle, die du ungefähr brauchst. 50 Skillen. Also den Charakter, den ich hochgelevelt habe, ist meine Claudette. Die ist in etwa auf Level 70. Klick drüber. Dwight hier ist genau bis Level 50 geskillt worden. Und dann habe ich angefangen vorzubereiten, dass er schön prestiged werden kann. Sprich, seine Items angefangen zu verbraten bis zum geht nicht mehr. Oder ja, das einfach ich an Leute zu übergeben. An Mevia und mich hat er Zeug verschenkt. Dieser Nebel ist echt grauenhaft. Ich mag den nicht. Du hast ihn verdient. Ja, die Trucks kannst du ihr halt zerschießen. Nicht die zweite. Du machst aber vom Trapper die Fähigkeit unbrauchbar. Ja. Komplett. Wobei der Aufwand schon sehr hoch ist. Naja. Gar nicht. Das geht relativ schnell. Ja, du kriegst halt nicht alle sieben gefasst, weil eine hat er meist bei sich. Nein, lass mich bitte. Ich hab den Skill dafür drin. Du kannst es trotzdem haben. Ist kein Problem. Ich habe ja ein Medikit. Ich habe nur genau neben der gestartet, deswegen. Ich hab das eigentlich am Grünes rausgezogen, deswegen. Also wenn ich nicht mal mehr zwei Schritte zur Seite tun muss, um eine Kiste zu öffnen, dann nehme ich sie halt auch, ne? Aber wie gesagt, das war halt jetzt gerade... Weil ich habe den Perk drin auf 3. Oh! Die Palette umgerissen, da warst du noch gar nicht da.
Dieser blöde Nebel, ey. Ich hab dich direkt vor meiner Nase verloren. Aber auch wieder gefunden. Ist der Michael oder was? Mm-mm. Nein. Den das habe ich nicht mal. Nein, wieder Trapper. Hallo! Pusher! Hm, was? Ich hab mir nur gedacht, wo könnte er langlaufen? Wo könnte er langlaufen? Oh, sind schon viele Haken weg hier. Ich hab keinen einzigen gemacht, also. Wir sind in diesem Gebiet ohne Haken. Warum ziehst du denn nicht erstmal die Leute, die die Haken hier abschrauben? Ich hab noch gar nichts gemacht. Ich hab gar keine Punkte. Sehr schön. Danke. Du bist ja instant neben mir gespawnt. Ich hab noch nicht an einem Generator geschraubt. Ich hab noch keine Kiste durch. Das kenn ich, das passiert beständig. Hallo? Hä? Ich hab dich verloren. Ah, da vorne. Nicht schlecht. Warst du hinter der Mauer umgefallen oder vor der Mauer? Ich war auf deiner Seite des Fensters umgefallen, ganz normal. Ah, das habe ich nicht gesehen. Dann warst du direkt weg für mich. Aber wie ich schon sagte, ich hau da den anderen nieder, der ihn gerettet hat, zur Strafe. Hallo! Hoppla. Das war ein schlechter Weg für dich. Ja, ich hatte, wollte erst links lang, hab's noch gehört, aber das lief nicht so wie geplant. Ihr könnt ihn holen, ich verfolge. Cheese. Ist immer super, wenn ein Killer sagt, ihr könnt ihn holen. Ihr könnt aber wirklich, wir rennen gerade weit weg davon. Ist nur ein sehr gekrampftes, ich campe gerade. Mal schauen, ob da eine Falle liegt. Nö, nett. Nicht. Schön gemacht. Aber nicht gut genug. Ach, das gibt's doch nicht, ich stehe gar nicht in dem scheiß Ding drin. Ja, das ist genau im Rand, deswegen darauf habe ich ja gezielt. Ach du Scheiße. Ich gebe dir einen Tipp, ich verfolge dich nicht auf Sicht, weil ich blind bin, sondern auf Gehör. Ja gut, das ist ja nicht schwer. Ich bin ja gerade am Jammern wie so ein Schoßhund. Wie so ein Schlosshund. Ich könnte so mal so eine Palette gebrauchen. Ja, da muss ich. Es sollte hoffentlich keine kommen. Oh, hast du ein Glück. Warte, war zu spät. Keine Palette mehr hier. Der Nachteil an Schutzwald. Hä? Ah. Ich hab dich gehört, irgendwo bist du, ich sehe deine Spuren. Ich hab die ja sogar. Weißt du, warum du dich nicht bewegen konntest? Das war kein Bug. Hast du hinter mir gestanden? Nee, ich hab vor dir gestanden und gekauert. Hallo, Dwight. Hi. Guck mal, ich mach dir einen kleinen Schlitz in den Rücken. Damit die Wirbelsäule besser atmen kann. Ja, super. Ich sag doch, es ist immer der Schuld, der einen enthakt. Dafür lasse ich auch den meistens entkommen, der enthakt wird. Unfassbar, wie dreist ihr seid. Ihr schraubt neben dem, den ich aufhänge am Generator. Solltest das nicht verallgemeinern. Nein! Ach, ich bin doch blöd. Ey, was ist denn heute los? Klatsch!
kann das nicht aushaken. Meine Maus funktioniert nicht. Meine Maus geht nicht. Ich kann nichts machen. Meine Maus geht nicht mehr. Es leben Funkmäuse für den Killer. Ja, Pech. Ich hab hart. Achso, da komme ich jetzt erst und stellt nur eine Falle auf. Ja, ich hatte keine. Du bist mir ja vor die Nase gehopst. Ja, ich konnte ja auch nichts machen. Selbst wenn ich jetzt runtergeholt werde, ich kann nicht weglaufen, weil ich meine Maus nicht mehr geht. Aber warum habt ihr den anderen sterben lassen? Der war komplett in Ruhe die ganze Zeit. Ach! In die Falle getreten? Das tut mir aber leid. Ich bin verfickt nochmal rückwärts gegangen. Was soll die Scheiße? Ach komm schon, ey. Diesmal habe ich kein bisschen gekämpft. Ich bin immer dem anderen und habe euch retten lassen. Funktioniert nicht. Du was verdammt Dummes wieder. Du kannst mir diesmal kein Camping vorwerfen. Ich bin immer weggegangen und habe den anderen besucht. Naja, du bist genauso ein Assi-Killer wie Kaito. Ja. Ich habe mir ich habe am Anfang, während ich super blind war als Killer, einfach irgendwann angewöhnt, höre, wo die Gegner sind. Sehen tust du sie eh nicht. Ja, aber anstatt Pips und Punkte zu verdienen, habe ich Pips verloren, also. Wieso? Ich habe euch alle immer retten lassen und sogar den Retter dann aufgehängt, statt dem Geretteten. Oh ja, weil ja dann noch immer so viel Zeit da war. Wie war. Ja, bei Cyber war das Problem, da war ich zu weit weg, da kam ich nicht mehr zeitig hin. Das war mein Problem. Ja, der Sprintbus gerade ausgelaufen ist, weil ich auch umhaken kam. Ah, das mit der Falle ist gerade war wieder so ein perfektes Beispiel für Buggy. Ja, wir kennen das. Du drückst Du willst Falle entschärfen drücken und enthakst den anderen und tappst in die Falle, sowas? Ich hab die Falle losgelassen und bin reingetreten dadurch. Er war schon beim Falle entschärfen. Dann hat er auf einmal, zumindest das, was zu sehen war, einen Schritt nach vorne entschärft. Nur ich wusste ja, dass du Nöt hast. Deswegen wollte ich ja weg. Lass ich die Falle los, sitze ich auf einmal drinne. Wo ich mir denke so, hä? Warum? Normalerweise sitzt du daneben, ne? Blödsinn, mal wieder. Naja, gut. Wir sind eh der Meinung, man sollte verschiedene Tasten für das Entschärfen und das Abhaken machen. Das wäre auch mal eine Option, ja. Mal sinnvoll, dass man nicht das Falsche macht. Falle nicht unter den Haken setzen kann. Den, das müssen sie machen. Du kannst auch, wenn... Sie machen ja das mit den Haken jetzt, dass du von den Seiten die Leute abhängen kannst. Hm. Dann ist es egal, wenn eine Trap liegt.